Also ich kann mir ja zum Beispiel auch hier anzeigen lassen, wo man überall draufklicken kann. Und hier Aufgabenhilfe, das lasse ich einfach mal. Ich guck mal, was kann ich denn hier noch alles machen? Ja, Schublade, Radio, Schreibtisch. Das war nur die Schreibtischlampe. Ich kann raus, geht ja nicht. Max hat mich aus einem... Ich kann ja auch sonst eigentlich nichts weiter machen an Aktion. Halt nur mit dem kann ich... Da vielleicht? Nee, alles hier in den Rucksack stecken. Geht auch nicht. Stadtplan vielleicht mit dem Buch. Die Fotos mit dem Buch. Das Buch mit dem Buch geht auch nicht. Schlüssel. Nee. Das Modell hat sich Max während eines Urlaubs in Moskau gekauft. Das Modell hat sich... Kann ich vielleicht jetzt die Fotos? Nee. Das Radio schweigt. Ist manchmal auch ganz schön. Dann mach das doch nochmal an. Warum auch immer. Die Klimaanlage läuft schon auf Hochtouren und bläst warme Luft in den Raum. Die Kombination könnte ich natürlich, wenn hinten Tresor oder ähnliches ist, dann für den Tresor verwenden. Schätze ich mal. Aquarium. Vielleicht da auch was reinwerfen, vielleicht. So typisch den Schlüssel in dem Aquarium suchen. Ich kann aber nichts. Ich kann echt nichts mehr machen hier. Ich mach das mal wieder aus. Kühlschrank. Irgendwas geht mit diesem Kühlschrank noch. Rucksack? Nee. Aber also, wenn ich das draufklicke, dann macht er den nur auf und macht den wieder zu. Max bewahrt in diesem... Das ist ja nun auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache, ja? Ich überlege. Dem Klappentext ist aber bis dann. Ich nur das vor, was. Über was es geht. Fotos, Stadtplan, Schlüssel. In diesen Unterlagen hier ist absolut. In diesen und. Der Schreibtisch von Max. Die Ordner hier enthalten Buchhaltungsunterlagen. Ich glaube aber kaum, dass das Finanzamt hin... Ich kann aber auch sonst nichts irgendwie anwählen hier auf dem Schreibtisch. Und auch das Radio. Nina selbst, kann ich... Nina irgendwas geben? Nee. Stadtplan. Bisschen. Abgesehen davon, dass es ja eh hat, aber... Aufsitzen? Nee. Aquarium, Modell... Ich will nicht schon hier noch zu einer Hilfe fragen. Ich kann mir echt nichts weiter machen. Schublade, da steht der Code drin. Schlüssel. Vielleicht abschließen, geht doch nicht. Stadtplan, Fotos. Buch? Nee. Der hier. Schlüssel ging ja nicht in das Verzeichnis. Den Schlüssel für. Ach ja, das. Das wollte sie ja nicht mit sich rumschleppen. Rucksack? Nee. Es werde Licht.
drehe einfach alles nochmal an. Es hat sich hier aber auch nichts getan, nicht gut, ne? Max bewahrt in diesem Kühlschrank unzählige Chemikalien und organische Proben auf. Lediglich im Eisfach ist noch Platz. Oh, ich will aber jetzt hier nicht zig Folgen damit verblämmern, dass ich hier nicht weiß, was ich machen soll. Was kann ich denn mit dem Modell? Ich hab aber nichts weiter. Ja, einstecken vielleicht? Buch geht nicht, Inhaltsverzeichnis geht nicht. Schlüssel? Nö. Nee. Ich habe es bestimmt, wie gesagt, schon mal probiert. Aber Klimaanlage mit Temperaturfühler. Aber wenn ich alles anmache, dann müsste sich ja, ich sag mal jetzt, entwickelt ja, Lampe zum Beispiel oder sonst, jetzt entwickelt ja Wärme. Das entsteht Wärme dadurch und dann fällt das Ding vielleicht ab. Warum muss ich das Ding überhaupt anmachen? Verstehe das nicht. Ich drücke jetzt einfach mal hier drauf. Sie haben die Aufgabenhilfe gestartet. Sobald eine aktuelle Aufgabe verfügbar ist, werden Sie hier Informationen und Zusammenfassungen zum Spielgeschehen finden. So wissen Sie immer, was Sie als nächstes tun müssen, falls Sie einmal den Faden verloren haben. Aber keine Angst, diese Informationen verderben Ihnen nicht den Rätselspaß. Die vor Ihnen liegenden Herausforderungen dürfen Sie natürlich alleine lösen. Das ist aber schön. Die Spur führt ins Museum, genauer gesagt ins Arbeitszimmer von Max. Hier muss doch irgendetwas zu finden sein, das Licht in die verzwickte Angelegenheit bringt. Ob es auch hier ein Geheimfach gibt? Ja, das, wenn das das Fach sein soll, dann kann ich vielleicht mit dem Stadtplan und der Lampe die Fotos, jetzt wo die Lampe an ist? Nee. Schlüssel? Nö. Mit der Lavalampe vielleicht, dass man da irgendwas erkennen kann. Aber wie komme ich denn an dieses Bild dran? Ich drücke jetzt noch mal drauf. Die Spur führt ins Museum. Hier muss doch irgendwas. Ja, das ist ja das hier. Wobei, so geheim ist das Fach ja gar nicht. 0504, das ist klar. Und das Geheimfach ist ja das Bild hier. Das Bild ist zwar aus massivem Metall, trotzdem müsste man es eigentlich bewegen können. Aber wie so oft ist der Konjunktiv der Feind der Realität. Man müsste es bewegen können. Das Bild ist zwar aus massivem Metall, trotzdem müsste man es eigentlich bewegen können. Das Bild zeigt einen Vulkan auf. Ja, dann Das Bild ist zwar... doch, Mädchen. Ich drück da drauf und die macht nichts. Mit dem Stadtplan vielleicht. Mit ein paar Fotos. Mit einem Buch. Schlag's ab. Hier, eiskaltes Werkzeug. Ach, das ist doch nicht wahr. Auf den Schreibtisch legen kann ich das auch nicht. In die Schublade auch nicht. Radio geht nichts. Tischlampe. Soll das hier wirklich funktionieren? Bedient. Das Inhaltsverzeichnis. Ja, ja. Das Inhaltsverzeichnis. Ich habe doch schon alles miteinander irgendwie kombiniert und ausprobiert. Verstehe ich jetzt nicht. Habe ich irgendwas übersehen? Nee, kann ja nicht sein. Wir hatten ja eben mal diese Hilfe an, aber... Das gibt's ja gar nicht. Kühlschrank. Kann ich das nochmal probieren? Nee. Nee, das mag sie ja nicht. Ich probier's trotzdem nochmal. Mehr eiskaltes Metall möchte ich lieber nicht mit mir rum. Das Buch vielleicht da reinwerfen, den Rucksack, das geht ja. Es geht nix.
Habe ich irgendwas übersehen? Ich glaube eigentlich nicht. Huch. Das hat es mir ja eben angezeigt. Hier ist nicht doch noch irgendwas? Nee, ne? Schreibtisch zeigt mir den Schreibtisch an. Schreibtischlampe, da gibt es auch nichts. Schreibtisch, nö. Boah, das ist ja jetzt echt blöd. Ich probiere jetzt hier einfach nochmal alles mit allem irgendwie zu kombinieren. Schublade, das hatten wir ja auch schon. Es passiert nichts. Ja, es passiert nichts. Ich kann aber auch nicht den Schlüssel jetzt irgendwie hier irgendwo hinlegen oder reinlegen. So, dass da irgendwas passiert damit. Ja, Schreibtischlampe? Nee. Auf den Tisch legen geht auch nicht. Aquarium. Modellschublade. Bild. Nö. Rucksack. So, jetzt gehe ich ja einfach nochmal wirklich alles durch, um alles auszuschließen, dass ich nicht doch irgendwas übersehen habe. Schreibtischschublade, nein, gut. Buch. Nachttischlampe, Schreibtisch geht nicht. Schublade, Radio geht nicht. Aquarium, das. Klimaanlage nicht, Modell nicht. Das Bild nicht. Lavalampe nicht, Kühlschrank nicht. Mit dem Museum verlassen geht's auch nicht. Gut. So. Nichts. Nicht, dass ich hier einen Fehler in der Matrix habe. Das ging ja nicht. Es passiert. Genau. Die beiden Schlüssel aus dem Geheimfach. An dem einen hängt ein Schild, auf dem Büro Museum steht. Ein Stadtplan der Die macht ja nichts damit hier. Geht nichts. Gar nichts. Gibt's doch gar nicht. Huch. Diese kleine bunte Unterwasserwelt erinnert mich daran, dass ich irgendwann mal meinen Tauchschein machen möchte. Im Aquarium. Aber warum kann ich das an- und ausschalten? Und warum das Radio und das Modell und überhaupt? In diesen Unterlagen. Ich mache hier einfach alles nochmal aus. Der hat auch schon mal bessere Tage erlebt. Ich möchte doch irgendwas damit machen. Max bewahrt in diesem Kühlschrank unzählige. Max hat mich aus einem bestimmten. Ja. Boah, ich will. Die Klimaanlage ist an und heizt das Büro. Die Klimaanlage ist bereits an.
echt keine Ahnung, was ich hier machen soll. Denn mit diesen Ordnern kann ich ja nichts machen. So, also wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann ist es. Ja, mit dem Bild. Ich muss doch irgendwas mit dem Bild. Mit dem Werkzeug geht nichts. So, mit dem Buch kann ich auch nichts machen. Fotos geht auch nichts. Stadtplan vielleicht. Die Schlüssel nochmal. Das Inhaltsverzeichnis. Das Inhalt. Ja, mit dem Buch geht nichts. Und mit dem Rucksack auch nicht. Nehmen kann ich das ja auch nicht. Es geht ja gar nichts. Kühlschrank. Ah, das ist ja ätzend. Also ich habe jetzt wirklich alles ausprobiert, also ich wüsste jetzt spontan nicht, was ich noch machen könnte. Der Ventilator läuft, das Modell alles mal angemacht, alles ausgemacht. Warum auch immer. Und jedes Teil, was ich hier habe, mit allem versucht zu kombinieren. Aber sie macht mit. Die Spur führt ins Museum, genauer gesagt ins Arbeitszimmer von Max. Hier muss doch irgendetwas zu finden sein, das Licht in die verzwickte Angelegenheit bringt. Ob es auch hier ein Geheimfach gibt? Ja, hier hinter dem Bild. Aber da, ich komm ja nicht ran. Das Bild ist zwar aus massivem Metall, trotzdem müsste man es eigentlich bewegen können. Aber wie so oft ist der Konjunktiv der Feind der Realität. Das Ding macht warm. So, ich mache jetzt hier einfach nochmal alles an. Vielleicht passiert ja irgendwas. Der Rucksack von Australien aus. Das Inhaltsverzeichnis. Die beiden Schlüssel. Ein Stadtplan damals. Fotos von der Außen. Demnach wurde er starb. Dem Klappentext zuvor. Bisher aber schon sehr. Bis sie dann plötzlich. Wenn ich das Ding noch länger mit mir rumtrage, bekomme ich Frostbeulen. Ja, Mädchen, du kannst aber nichts damit machen. Oder lässt mich nichts damit machen. Nein, hier, das macht ja keinen Sinn. Die Klimaanlage läuft schon auf Hochtouren und bläst warme Luft in den Raum. Ja, das ist klar. Erstmal, das Rad wieder aus. Das ist mir echt ein Rätsel. Ich kann hier mit. So. Das ist das Bild hier hinten, aber ich. Ich kann auch nichts miteinander kombinieren. Das war ja eigentlich meine Hoffnung, dass ich hier irgendwie die Bilder mit dem Stadtplan oder irgendwas in Verbindung bringen kann, aber das scheint wohl doch nicht zu funktionieren. Geht nix. Hm.
Ich kann nichts miteinander kombinieren. Ich kann aber auch nichts, was ich hier im Inventar habe, irgendwo anwenden. Und raus komme ich auch nicht mehr. Und selbst wenn hier alles läuft und ich den Kühlschrank aufmache, passiert auch nichts. Max bewahrt in diesem Kühlschrank unzählige Chemikalien und organische Proben auf. Lediglich im Eisfach ist noch Platz. Ja, und da hatten wir ja das Teil reingelegt.